Einen wunderschönen guten Tag, ich bin's wieder, euer Showtime und wir sind zurück bei God of War in Niflheim und wir schauen, wie diese Welt aussieht. Okay. Na gut, wir schauen mal. Können wir mit den Jungs eigentlich auch hier reden? Könnten wir. Na los, machen wir. Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Oh. Das. Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Der ist so geil. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich. Lehnte ab. Verzeihung, entschuldigt ihr mich? Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ist das Mais? Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen drin? Okay. Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles, was ihr tun müsst, macht es jetzt. Bloß ein weiser Rat. Okay. Okay, gut, wir sind in Niflheim. Hier, ich weiß ich nicht, wir waren ja noch nicht hier. Ach, Niflheim. Was jemand wohl hierher verschlagen könnte, aber da sind wir. Riecht ja schlimm. Okay. Aber hatten wir nicht auch eine Rüstung gefunden, wo es irgendwie um Nebelechos oder sowas ging? Mir ist irgendwie so. Was ist das? Dieser Nebel ist verflucht. Verflucht? Ganz recht. Wenn man ihn zu lange einatmet, ist er tödlich. Ein Grund mehr, Niflheim zu lieben. Okay. Super. Ganz tolle Nummer. Kiste nehmen wir mit. Tafel lesen wir uns auch gleich durch. Was ist das denn? Das ist noch eine. Ja. Nebelechos. Und? Nebelechos 25. Ich hatte gesehen, man brauchte ja unglaublich viel. War das nicht irgendwas mit 1500 oder so? Junge. Mal sehen. Ja. Invaldis Fluch. Kehrt um. Auf diesem Ort liegt ein Fluch von Ivaldi, dessen Talente die Götter von Asgard bedrohen. Die Alchemie meines Vaters verwandelte die Nebel von Niflheim in eine Waffe, die sich gegen ihren Schöpfer wandt. Seine Fähigkeit als Erfinder und Handwerker suchten ihresgleichen, doch es waren seine Begabung und sein Genie, die den Zorn der Asen auf sich zogen. Und so kehre ich, Mortosgnir, mich von diesem Ort ab. Ich kehre mich von Zwergenvolk ab. Ich begebe mich auf die Suche nach Zuflucht und selbst auferlegtem Exil nach Midgard. Wer nicht aus diesem Reich flieht, wird mein Vater im Grabe Gesellschaft leisten. Sohn des Ivaldi. Okay. Okay, Nebel gleich schlecht. Alles klar. Hier steht was. Okay, da unten steht auch was. Nebelechos. Okay, wir werden also da rein müssen. Ein bisschen Zeit hat man, aber es ist nicht sonderlich viel. Ah, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Vor allen Dingen, ist echt dann die ganze Welt so? Das ist doch nicht so schön. Ah, wie nett, euch hier zu sehen. Ach,
Hab ich gleich gesehen. Uiuiui. Ah, hier hin. Dich habe ich nicht erwartet, Sindri. Der Nebel ist widerlich. Glaubst du, verfluchter Nebel macht mir was aus? Ja, stimmt, schon. Tut er. Okay. Ich tüftle an einer Rüstung, die die Wirkung abschwächt. Das Material dafür ist hier in Ivaldis Werkstatt, aber es ist natürlich von diesem ekelerregenden Nebel bedeckt. Gleich kommt's. Es heißt, so eine Rüstung befände sich in der Hauptkammer der Werkstatt. Der Eingang ist versiegelt, aber mit genügend Nebelechos kann ich euch einen Zugangsstein machen. Sag ich doch. 500 Nebelechos. Okay. Haltet euch aber nicht zu lange in dem Nebel auf. Der Gestank setzt sich in Haaren, Waffen, Rüstungen fest. Ich fasse nichts an, dass ihr nicht im Feuer Muspelheims von allen Tierchen befreit habt. Tödlich ist er auch. Na dann. Okay. Hier steht was. Ivaldis Werkstatt. In diesen verfluchten Ruinen gibt es seltene Nebelechos für prachtvolle Rüstungen. Die Gegner fallen und Schätze werden bei ihrer Rückkehr zurückgesetzt. Fliehen Sie mit was Sie können, sonst werden Sie zum Opfer der Werkstatt. Das alles ordnet sich jedes Mal wieder neu? Unglaublich! Atreus, konzentriere dich. Dies ist ein gefährlicher Ort. Die Kreativität der Zwerge. Beeindruckend und gefährlich. So, okay, das ist ja... Das heißt, wir rennen da jetzt rein, versuchen zu looten, was das Zeug hält, und rennen wieder raus? Okay. Okay. Da hinten ist eine dicke Truhe. Okay. Ach, darf ich ja nicht. Komm, komm, zack. Okay, und dieser blöde Typ. Komm her. Ja, ist mega alt. So. Dieser Drecksack hier. Nice. Der ist down. Aua, aua, aua. Gut jetzt. Hüppchens hier. So. Okay. So, jetzt die Kiste da hinten. Das muss die Hauptkammer sein. Was kriegen wir da raus? Okay, ein paar Nebelechos haben wir gefunden. Da oben, okay. Nochmal ein paar, okay. Boah, wie oft muss man denn das jetzt hier machen? Okay, wir sind ungefähr bei der Hälfte. Kann man hier durch? Ach du großer Gott. Okay, kann man. Oh, nicht so geil. HP wäre nice. Werden wir nicht kriegen. Okay. Ich glaube, wir werden bei unserem ersten Run direkt mal... Ja, danke. Ist mir auch aufgefallen. Okay, komm her. Wo sind sie? Komm her. Bisschen HP aufladen. Okay. Komm, 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 komm. Komm her. Okay, krass. Bisschen HP wäre nice. Shit. Ah, verdammt. Ja, nehme ich. Okay. Oh, ist die dreckig, ey. Komm her. Von links! Ich heile. Ja, das werden wir nicht schaffen. Eine schöne Bescherung. Shit, null Nebelechos gefunden. Ah, verdammt. Ja, shit. Okay, das heißt, das ist also...
Ist das jetzt also der einzige Weg? Boah, das ist ja mies. Okay, wir probieren es auf jeden Fall nochmal. So richtig viel haben wir nicht zusammengekriegt. Was sagt die AP? Sieht gut aus. Okay, wir rennen los. Zack. Und los. Weiter. Zack. Vor allen Dingen, man muss halt auch wieder rechtzeitig rauskommen, ne? Oh, jetzt noch mehr von den Typis. Okay. Komm. Ach, das sieht doch immer anders aus. Jetzt sind das so eine Pressen und nicht mehr die... Da ist schon, ne? Nicht mehr diese Sägeblätter. Komm her. Komm. Ups. Und los, weiter. Ich will nicht blind werden. Okay. Und zack. Komm. Und los, den haben wir auch. Okay, waren das alle? Das waren alle. Da oben war noch immer was, oder? Nee. Das muss die Hauptkammer sein. So. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, sollte man einfach das, was man hat, schnell in Sicherheit bringen? Okay, wir sind auf jeden Fall besser durchgekommen, haben aber auch weniger abgesahnt. Ja? Okay, nicht so geil. Und hier? Oh, da in der Mitte scheint noch was zu sein. Oh oh. Uah. Wie kommt man da hoch? Von der anderen Seite? Okay, so kommt man hier hoch. Ich glaube, wir sollten erstmal das, was wir haben, in Sicherheit bringen, oder? Wäre mir, glaube ich, lieber. Ich weiß, das ist so ein bisschen, wir haben noch halbe Zeit und so. Aber safe ist safe. 300 gerade mal, das ist echt nicht viel. Es ist Zeit zu gehen. Okay. Das ist echt nicht viel. Hui. Okay, und wieder rein. Ja, das mit den Seitenarmen, das ist echt mies, ne? Also man könnte gierig sein und versuchen, da noch mehr rauszuholen. Aber... Okay, Wölfe sind nicht so schlimm. Komm her, sagt's. Okay, der Wolf wurde direkt mal zermanscht. Ja. Okay, ein Wolf müsste noch. Da ist er. Komm her. So, tschüss mit dir, du blöder Wolf. Okay, lass mich raten, das müsste die Hauptkammer sein. Okay, perfektes Artefakt der Zerstörung. Und wie viel? Immerhin. Gibt's hier wieder irgendwo... Noch eine kleine Kiste? Gab es doch beim letzten Mal auch? Scheinbar nicht. So, wie sieht's denn hier aus? Los. Okay. Das ist doch ein Witz. Da ist eine. Wo sind die anderen? Okay, hier können wir auf jeden Fall was holen. Okay, das haben wir. Es wäre cool, wenn man hier oben safe stehen würde. Okay, da ist eine Glocke. Da oben ist auch noch eine. Und wo ist die dritte? Da hinten, okay. Okay, krass. Schnell schwächer.
Shit, ey, okay. Wie soll man die denn treffen? Okay, die haben wir. Ja, ich glaube, wir sollten wirklich zurück. Okay, und los. Das war knapp, okay. Jetzt hier schnell zurück. Komm, 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 komm. Oh, oh. Oh, oh. Alter Vater. Das war eng. Das war sehr, sehr eng. Jetzt müssten wir aber genug haben für den Stein, oder? Ihr habt genügend Echos und ihr seid nicht tot. Beeindruckend. Sindri, wie macht man etwas aus Nebel? So seltsam es klingt, die Zwerge, die hier lebten, fertigten aus dem Nebel die tollsten Dinge. Achtet auf noch mehr Nebelechos. Damit kann ich viel anfangen. Okay. Was kann ich für euch tun? Herstellung. Ach du großer Gott, was haben wir jetzt hier? Zauberressourcen, wir schauen mal. Niflheim Zugangsstein. Stein, der Zugang zu den Tiefen von Niflheim gewährt. Nebelechos. Okay. Das schauen wir uns gleich mal an. Was haben wir hier? Zauber? Da. Perfekte Artefakt der Zerstörung. Das haben wir auch gerade gedroppt. Ein Zauber, der einen zufälligen Wert leicht erhöht und etwas Schutz gegen ein... Okay. Ah. Okay, aber sowas haben wir doch gerade auch gedroppt, ne? Was haben wir jetzt hier? Okay. 1500. Niflheim Legierung. Ivaldis rostige Rüstung. Eine. Okay. Das heißt, dafür müssen wir dann wahrscheinlich in die Dings runter, ne? Ui. Okay, Todesschleier, Schulterrüstung. Die Todesschleierrüstung sollte mir doch gut gefallen. Oh, schaut euch das an. 64 Abwehr und Vitalität 28. Wir haben wir Abwehr 58 und 16. Ich glaube, es wird Todesschleier. Gott, aber dafür müssen wir echt unglaublich viel farmen. Und ich vermute, für jedes weitere Level-Up, was man mit der Rüstung machen will, genauso, oder? Da, Todesschleier. Der kostet nochmal 1000, okay. Und Niflheim Legierung. Das heißt, man muss wahrscheinlich auch ein paar Mal da runter. Ist das so? Ich habe keine Ahnung. Axtknauf. Tragen wir den? Ne, den tragen wir nicht. Aber der sieht auch nicht schlecht aus. Stärke, Vitalität und Glück. Ja, geht so, ne? Okay. Talisman. Was macht der? Erzeugt einen, was? Einen reinigenden Nebel, der eine kleine Menge Gesundheit regeneriert und die Zeit verlängert, die Kratos in verfluchtem Nebel von Niflheim bleiben kann. Interessant. Das heißt, man kann über solche Geschichten... Hier gibt es echt viel zu sehen. Ich kaufe mir auf jeden Fall erstmal... War das die Ressource? Ja. Ich vermute, das hier werden wir häufiger machen müssen. Denke ich. Okay, ich will aber gerade nochmal... Bis zum nächsten Mal! Will aber nochmal was schauen. Nee, nicht Karte. Was war denn das? Das war ein Zauber. Zu den Plätzen. Dann schauen wir doch mal. War das hier? Okay, wir haben echt viele Zauber. Jetzt muss ich doch nochmal schauen. Dieses, wie hieß denn das? Sind wir natürlich voll über alles rübergegangen, ne? Das war nicht so clever. Shit, okay, wir müssen in Ruhe nochmal durchgucken. Okay, Symbol der Bedrohung, Symbol der... Okay, Auge... Nee. Halt, wartet mal. Erlittener Schaden während der Runenangriff. Nein, Auge des Zornstein. Nein, eingedient auch nicht. Herz, geprägte Wange, Gravierung, Zeichen, gezackt. Splitter, Auge der Wut. Nee. Schild der Ausdauer. Wie hieß denn das? Mist. Der Standhaftigkeit. Hohe Bonus. Okay, nein. Ich hoffe darauf, wenn ich es lese, dass es mir einfällt. Perfekt, das war's. Hohe Aktivierungschance auf
Wiederherstellung von etwas Schutz gegen den verfluchten Nebel von Niflheim bei jedem erfolgreichen Präzisionswurf. Das ist nicht so geil. Präzisionswurf, das machen wir halt nicht, ne? Sehr schade. Könnte man aber, naja, Abwehr, Abklingzeit. Ist es so oder so schlechter? Okay. Okay. Sehr interessant, definitiv. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen durcheinander, wie wir hier am sinnvollsten weitermachen. Klar, wir müssen auf jeden Fall einmal in diese Hauptkammer. Und ich vermute, wir werden so viel Nebel-Echo sammeln müssen und immer mal wieder in die Hauptkammer müssen. Denke ich. Weil wir brauchen auch die Legierung, habt ihr gesehen? Da haben wir noch gar nichts von. Wir brauchen auch die Rüstung, die rostigen Rüstungsteile. Also ich denke mal, wir werden hier auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun haben in Niflheim. Ja, Muspelheim steht auch noch an. Aber ich habe so irgendwie das Gefühl, dass das hier jetzt sehr, sehr farmig wird sozusagen. Also dass man hier wirklich richtig farmen muss. Und wo gehen wir jetzt hin? Ja, das ist eine gute Frage, Junge. Erstmal gehen wir in die Pause, weil wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wir schauen mal, wie wir weitermachen. Für den Moment, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.